Beeil dich. Und ich? Was mache ich bis dahin? Nüchtern werden. Ja, das wäre eine gute Idee. Sag dem Baron, dass er dir zeigen soll, wo er sein Kind begraben hat. Ist das eigentlich eine neue Stufe oder immer noch? Doch, Stufe 6. Mhm. Ja, gut. Dann mache ich das weiter, aber ich glaube, ich meditiere mal. Und? Fertig? Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Oh. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie. Wenn auch nicht dafür. Ja, das war's ja jetzt mit dem Meditieren. Noch etwas weiter. Mir nach. Mhm. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Ja, du kannst ruhig rennen, genau. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Viele, viele Fehler, gut. Immer wieder dieselben. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Wie begrabe ich den jetzt neu, ohne den umzubringen? Also ich meine, das Monsterangriff, ja, das. Nimm ihn in die Arme, schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Ach ja, tue ich das. Gib ihn auf, nimm ihn in deine Arme. Axi war das, ne? Ich muss schnell Axi nehmen. Barmherzige Götter. Oh. Nein. Nicht beißen. Zurück zur Burg. Warte. Mal zur Vorsicht gleich Axi nehmen. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Wir nehmen jetzt mal hier nichts auf. Looten kann ich später. Können wir auch rennen damit oder lieber nicht? Nee, sieht nicht so aus. Ich muss hier aufpassen, dass der nicht durchdreht. So hässlich ist der doch gar nicht. Also wie in der Beschreibung im Glossar. Alles gut? Warte. Nee. Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Oh, was soll ich denn jetzt machen? Mutter, nimm was. Warte, den... Ah! Ja, warte mal. Warte doch mal. Ich kann euch doch... nichts tun mit Axi. Oh
Oh nein, mein Schwert! Geht's dir gut jetzt langsam wieder? Ach, da ist noch eine Erscheinung. Hier, komm mal her. Hol mich die Pest. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Ja, ich versuch's ja. Ich versuch es. Oh. Ganz ruhig. Gerade so geschafft. Oh, meine Rüstung. Verdammt, ich brauche was Neues. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich habe doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Mist, ey, ich die muss Sage mich dann erstmal um die Rüstung ist es morgen kümmern. Ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Oh. Doch niedlich eigentlich. Hier, komm, mach mal ein bisschen hin. Ja, ich wusste, dass wieder die Erscheinungen kommen. Das war mir so klar. Es kommen noch mehr. Beeilung. Los doch. Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen. Warte. Wartet erstmal. Halt! Gleich wieder verbraucht hier. Nein! 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 Scheiße! Ist das ein Tölpel? Oder wie was? Tölpelbeut oder wie der heißt? Nein! Nein! Ich will doch aber nicht. Oh, jetzt nur wegen den bescheuerten... Ach, nö. Ich möchte nicht. Ich wollte den Fluch brechen. Ich wollte das nicht. Tut mir so leid. Ja, ich wollte das wirklich nicht. Scheiße. Hier, warte mal. Mach mich tot, bitte, okay? Scheiße. Ich meine, ich werde es jetzt eh nicht schaffen. Das ist nicht mein Kind. Das kann nicht sein. Ja, das will ich auch nicht entschieden. So, sorry, Leute, aber ich mach das natürlich nochmal. Ich hätte es eh nicht geschafft gegen den, weil ich schon ziemlich gelitten habe an Vitalität. Und ich habe mich nicht dazu entschieden, den zu töten, sondern ich hatte es einfach nicht geschafft. Irden, ne? Zeig mir, was du zu bieten hast. Unsere Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Unternimm was! Hey! Bitte beruhig dich, Baby. Ha!
Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Steh nicht rum. Guck an irgendwas. Verflucht. Ganz ruhig. Was essen und ganz kurz das was anderes hier nehmen. 50. Das gibt 80. Ja gut, rohes Fleisch will ich nicht essen, dann nehme ich mal Apfelsaft. Okay. So, und gleich aber, wieder... Aber was hast du damit vor? Erden. Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbrunnen. Warte, erstmal Quen. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Wir kriegen das hin. Mehr. Beeilung. Ja, wo denn? Los doch. Ich warte nicht, bis ich vorschläge. Nee, hier in Erden rein. Ah! Komm, macht hin, ich muss hier noch das Baby zurückhalten. Scheiße. Oh nein. Jetzt kommt doch mal her. Er bewegt sich wieder. Ja? Wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Es hat geklappt. Oh. Er ist ruhig gestellt. Puh. Wartet mal. Ich bin ja auch doof. Öl. Geisteröl. So. Oh. Puh. Gleich das wieder. Und das? Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Bitte nicht nochmal. Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir. Die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, Dea. Und empfange dich als meine Tochter. Gut. Und jetzt begrab sie.
Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. 150 Erfahrungspunkte. Rufe den Tölpelbold dort herbei, wo der Fehlgeborene begraben wurde. Boah, ey, meine Rüstung! Verdammt. Ja, das war sehr emotional. Ja. Das bringt nichts, ne? Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Hey. Verbote sind mir Schnuppe. Warte. Achso, Was ist denn? Du kommst mir bekannt vor. Du bist bleich wie Milch. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Was hast du an? Zeig mir, was du hast. Aha. Gut, das kann ich noch nicht tragen. Warte mal, was haben wir hier? Scheuklappen. Aber das, sowas habe ich ja schon, ne? Blaue Streifen. Besitze ich bereits. Erstmal, was wichtig ist, die Quest da auch, aber hast du nichts zum Reparieren? Satteltaschen. Hast du nichts zum Reparieren? Gut, Waffenreparaturset. Nee, Quatsch. Rüstungsreparaturset habe ich. Ich brauche aber Waffenreparaturset. Verdammt, warum hast du das denn nicht? Ah. Naja, ich nehme erstmal das hier. Dritte Karte. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Ja! Auf jeden Fall. Und habe ich noch nicht. Das besitze ich. Das noch nicht. Quintkarte. Stärkt mir. Ja, komm. Was ist das? Fünfte Essenz. Und dann nehme ich noch das. Ach, damit, dass der kein Reparaturset hat, ey. Das regt mich ja auf. Auf Wiedersehen. Warte mal. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Ja. Natürlich. Du? Wie kann ich helfen? Ich suche einen Meisterschmied. Das bist doch du, oder nicht? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ja, das wäre nicht schlecht. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein, aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen.
Du musst eines über Rüstung wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Mhm. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Aha. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Gut. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Halt. Aha. Nochmal plus 16? Also erstmal will ich Werkzeug. Wo ist denn das scheiß Werkzeug? Da. Das ist doch nur wieder Rüstungsreparaturset. Ja, toll. Ach komm, verwendete Ausrüstung reparieren. So. Mach mal. Leb wohl. So. Quest. Stufe 6 ist das weiterhin. Okay. Führte Gerard zum örtlichen Weidela. Ich möchte eigentlich hier rüber. Scrollen. Ah ja. Gerald war von Zorn erfüllt, als er aufbrach, um den Baron zur Rede zu stellen. Als Gerald und der Baron die Grabstätte des ungeborenen Kindes erreichten, mussten sie nicht lange warten, bis der Fehlgeborene auftauchte. Die Bestie zischte, heulte und drohte. Doch die beiden Männer beendeten das Namensritual, bevor es ihr gelang. Dann begruben sie die Kreatur, einem alten Brauch folgend, unter der Türschwelle. Mhm. Okay. Und ich muss jetzt quasi einen Tag tatsächlich warten. Und der hat ein Mädel durchgenommen. Also hat der blutige Baron ihm den Arsch aufgerissen. Oder? Du da, Leiser. Glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können es mit 40 aufnehmen? Ja. Wo ist denn die Türschwelle? Was? Was? Hier? Das ist die Türschwelle? Naja, okay, ja, gut.